Eine dicke, fette, rote Flagge bei Frauen ist ja die übermäßige Nutzung von sozialen Medien im Netz. Wenn du es mit einer Frau zu tun hast, die praktisch rund um die Uhr im Handy versunken ist, selfie-süchtig ist oder eben einen Großteil ihrer Zeit in Chats und Datingforen abhängt, dann ist diese Frau aller Wahrscheinlichkeit nach kein Beziehungsmaterial. Dann ist sie ein Aufmerksamkeitsjunkie. Und das wird sich auch in der Beziehung mit dir nicht ändern. Das Versprechen kann ich dir jetzt schon machen. Es gibt ja sogar Studien, nach denen viele Frauen Dating-Plattformen ausschließlich dafür nutzen, um ihr Ego zu boosten, indem sie Typen heiß machen. Und wenn du auf solche Frauen online stößt und glaubst, es wäre eine gute Idee, der 80.000ste zu sein, der ihr ins Profil schreibt, wie heiß sie ist, dann bist du hier der Schwächling. Du bist der Schwächling, der sich in die Bittstellerrolle begibt und seine Würde aufgibt. Und offline ist es auch nicht viel anders. Wenn du was zu bieten hast, dann solltest du auch fordern. Aber nur dann. Dann kannst und musst du die Messlatte entsprechend hochlegen. Und rote Flaggen wedeln sehr viele Frauen da draußen praktisch ununterbrochen. Bei tätowierten und gepiersten Frauen wäre ich vorsichtig. Bei fanatischen Karrierefrauen wäre ich vorsichtig. Bei Partyfrauen genauso und bei selbsterklärten Vogue-Feministen sowieso. Die sind praktisch undatebar. Und über Frauen, die promiskuitiv unterwegs sind oder schon den entsprechenden Ruf haben, über die brauchen wir hoffentlich nicht erst zu reden. Es ist absolut uncool, mit solch einer Frau anzubandeln. Nicht nur uncool, sondern viel schlimmer noch entehrend für einen Mann. Eigentlich kann man es ja auf einen Punkt bringen, wenn man sagt, alles was durchgeknallt ist, was sichtbar befremdlich ist und was ungesunde Entscheidungen trifft, solltest du meiden. Was du brauchst, ist halt eine Art gut geeichter Kompass für natürliche Schönheit und Ästhetik. Wenn du den hast, dann fällt es dir auch leichter, Abnormales, also Widernatürliches, abzulehnen. Fokussiere dich am besten auf das, was schon immer funktioniert hat, nämlich Anziehung auszulösen, indem du mit Würde und hohem Selbstwert auftrittst. Empfehlen will ich dir zum Abschluss noch den Shop auf meiner Webseite, wo ich handgewählte Produkte platziert habe, die du als Mann interessant finden wirst. Wenn du dich mal selbst für deine hoffentlich harte Arbeit belohnen willst, dann klick dich mal durch den Stoff. Einen guten Teil davon benutze ich selbst und du kannst davon ausgehen, dass vieles davon dein Selbstwertgefühl steigern wird. Und praktisch ist es auch noch. Danke fürs Zusehen, Kommentieren und Liken. Ciao, ciao.